liebe Freunde, hier ist der zweite Teil unserer Warwick-Bass-Tage. Ja, zweite Episode. Geht hier Georg Schlag wühlt Schlag, noch in seinen CDs, versucht das noch zu sortieren ein bisschen. Ja. Und heute geht es um Wolfgang Schmidt, John Patitucci, Helmut Hattler und Viktor Wooten. Hör mal, was ein Line-Up, oder? Ist nicht so verkehrt, oder? Und alle waren bei uns auf dem Sofa. Hättest du gedacht, als wir mit Jazzrock TV angefangen haben, dass wir eine Folge haben, wo all diese Namen live bei uns auf dem Sofa sitzen und ein Interview abgeben? Nee, der Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Also Wolfgang Schmidt, ich bin so überrascht, was wir mit Jazzrock TV bislang hier schon so in unserem Portfolio haben. Ja. Also muss ich mal so ganz unbescheiden sagen. Also ja, das ist also schon nicht von schlechten Eltern, glaube ich. Und wir freuen uns ja auch immer, wenn wir die Chance haben, wieder wie neue Acts filmen zu können und die auch Zusagen für die Interviews teilweise hier bei uns im Studio sogar sind, wenn sie hier in der Nähe spielen. Und das ist schon großartig. Und großartig war natürlich auch die Einladung zu den Warwick-Bass-Tagen. Richtig. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und weil gerade so die Bassisten, das ist so ein bisschen so ein ganz anderes Musikervolk. Ja, also sag mal so, das sind ja nicht gerade die Solisten in der Band, das sind die Jungs, die fürs Fundament sorgen, für die Foundation. Ja. Und die sind auch so drauf. Ja, und die Philosophien, manchmal so ein bisschen, die so rüberkommen. Ja. Die sind manchmal so ein bisschen ruhigere Typen, manchmal auch so ein bisschen, wenn du T.M. Stevens oder so anguckst, okay, dann sind ja so Paradiesvögel. Aber immer sich ihrer Rolle sehr bewusst. Ne? Ich weiß noch ganz genau, da war ich noch ein kleiner Junge. Dann hatte ich ja ein bisschen Klavier gespielt und so. Und dann wollte ich eine elektronische Orgel haben. Und da meinte mein Vater, nee, ist zu teuer. Eine elektronische Orgel kostete Anfang der 70er Jahre irgendwie ein Heidengeld. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich würde gerne Bass spielen. Und dann sagt mein Vater, ja, aber mit dem Bass, da bist du ja immer nur ein Begleiter. Und er hat gesagt, ja, und warum nicht? Ja, nee, spiel lieber weiter Klavier. Also, sonst wärst du jetzt Bassist geworden. Vielleicht wäre ich auch Bassist geworden. Ne? Also ich finde das Instrument schon cool. Ich mag das, ja. Ja, ich sowieso. Ja, du sowieso. Ne? Mhm. Und Wolfgang Schmidt auch. Wolfgang Schmidt auch. Und den haben wir ja dieses Jahr, ne? Je nachdem, wann die Folge jetzt rauskommt. Ne? Dieses Jahr, letztes Jahr, wir sind jetzt so gerade auf der Kippe. schon bei uns gehabt. Ja. Also, schönes Interview gemacht. Und ich, da war ich hier seine ganzen Platten hier ein bisschen durchzugucken. Da gibt es nämlich hier, das sind 2000er Jahren. Neben den ganzen Passwortplatten natürlich. Genau. Ja. Also seine eigenen Platten, die ich nur sehr empfehlen kann. Auch haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? Mit Marco Minnemann dabei. Ja. Guido May, auch ein super Schlagzeuger. Also der versammelt da immer sehr, sehr gute Leute. Ja, natürlich, Passport. Ne? Ich glaube, das hier ist, da haben wir letztens, glaube ich, in der Ankündigung in der letzten Folge drüber gesprochen, ne? Die Platte mit, wo er noch nicht dabei war, von Passport mit Udo Lindenberg. Ja. Und aber danach, nachdem sich die erste Version von Passport zerlegt hat, war dann Wolfgang Schmidt über Jahre dabei, während des großen Erfolgs von Passport. Und da habe ich hier dieses da gibt es so ein Paket, wo direkt hier 4-5 Platten drin sind. Ja, das gibt es von vielen Bands. Für einen Apfel und ein Ei. Das ist echt super. Hier irgendwie, ich glaube, 16 Euro oder was. Ne? Und da hast du die ganzen alten Platten alle mit drin. Ist ja, der Hammer. Ne? Ja. Und der Wolfgang ist ja auch unterrichtsmäßig in Stuttgart viel unterwegs, an der Hochschule da unterrichtet und macht viele Workshops und Privatlessons, wenn man drankommt, ja. Also, und vom Wolfgang kann man, glaube ich, jede Menge lernen. Ne? Und ja, der ist ja auch völlig entspannt, ne? Und er hat aber trotzdem, haben wir auch gesehen jetzt bei den Tagen, bei seinem Workshop da auch, ne, sehr hohen Anspruch auch an Technik und an Umsetzung. Und ja, und er hat sich nicht die einfachste Aufgabe rausgesucht da. Er hat nämlich die Aufgabe, so ein kleines Bassorchester zusammenzustellen. Ja, genau. Also er hat ein paar Stücke arrangiert für ganz viele Bässe. Ne? Mhm. Und das war cool. Das haben die am letzten Abend präsentiert. Und ich glaube, da gucken wir vor dem Interview nochmal rein in Wolfgang Schmidts Bassorchester. Thank you.
Thank you.
Ja, der großartige Wolfgang Schmid. Ja, mit seinem Bass-Orchester, whatever. Bassorchester. Haben auch viele mitgemacht. Oft ist das ja so, dass bei sowas, wenn er, als er das angekündigt hat, auf den Basstagen, so in seinen Workshops oder zwischen beim Mittagessen oder so, hier, wer bei dem Bassorchester mitmachen will, schreibt sich da hinten rein. Ne? Da ist immer so die Frage, kommt da wirklich jemand oder hast du nachher nur drei Leute da? Aber die Bühne war voll, ne? Die Bühne war voll. Es war viele, die sich getraut haben, da mitzumachen, sich da auch zu präsentieren. Waren alle voll mit dabei, ne? Ja, ja, ja. Es gab so auch bei den Jam Sessions, haben wir gemerkt, so einige, die Bock hatten, sich da vorne auch auf der Bühne zu stellen, um mit Victor Wooten und anderen Leuten zusammen zu spielen. Und es gab auch ein paar, die gesagt haben, lass mal lieber, ne? ich bin hier Zuhörer. Ja, geht auch. Ich weiß nicht, wo ich dazu gehört hätte, keine Ahnung. Also, aber die haben sich getraut und das fand ich toll. Und der Wolfgang Schmid, der hat es auch wirklich mit denen super gemacht. Ne? Ja. Wir haben auch ein paar Impressions aus seinem Workshop, ne? Können wir auch mal kurz zeigen. Ja, Vorbereitung kurz und Workshop. Seine ganzen Bassisten. Am Start, ja. In the background, just play with me. Nach der ganzen Action jetzt hat Georg sich da mal entspannt mit Wolfgang auf unserem Sofa. Nee, das war doch der Running Gag. Ne? Ich war ja mit Wolfgang Schmid in der Kiste in Stuttgart. In der Kiste. Und jetzt war ich mit ihm auf dem Sofa. Ne? Genau. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ne? Super. Oh, links höre ich nichts mehr. Wie war es die letzte Nacht? Wie fandst du die letzte Nacht? Wir waren ja letztens noch in der Kiste gewesen, ne? Und jetzt hier schon auf dem Sofa. Ne? Ja. Herrlich. So, herzlich willkommen zurück. Ist gar nicht so lange her, da haben wir dich schon getroffen. Und jetzt hier bei Warwick. Und du kommst gerade von deiner Klasse, die du hattest. Und wie ist da gelaufen? Ich bin etwas angestrengt, aber positiv angestrengt. Also es war jetzt der fünfte Tag hier für mich und jeden Tag ein, zwei Klassen mindestens. Und bin jetzt aber durch. Ich habe morgen noch was vor, so ein kleines Bassorchester aus jetzt so den Besten zu machen. So 12 Bassisten werden dann nochmal auf die Bühne gehen dann morgen Abend. Und so, aber der Workshop an sich ist jetzt für mich beendet. Und es ist einfach, ihr habt es ja auch mitbekommen, eine tolle Atmosphäre hier. Tolle Stimmung, hier sind so viele Bassisten, das ist unglaublich. Also wir haben eben schon gesagt, die Studios sind alle leer auf der Welt, weil alle sind hier und unterrichten und sprechen mit den Leuten. Und die Teilnehmer, die saugen ja auch wirklich alles auf, was man ihnen hier präsentiert. Ne? Ja, es ist wirklich toll. Die sind konzentriert und neugierig und sie haben ja auch was bezahlt dafür und wollen auch was dafür bekommen. Deshalb, das ist ja manchmal gut, wenn Sachen nicht alles so umsonst sind wie im Internet. Sondern wenn man hier wähle ich eben den John Patitucci oder Lee Sklar oder die ganzen Helden, die hier sind aus der ganzen Welt, wenn man die dann wirklich vor sich hat und die auch nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen kann, das ist dann schon nochmal ein Unterschied. Und dann, Bassisten sind ja eigentlich auch
Es ist ja so eine Mentalität vielleicht vom Bass, nicht immer eben ganz nach vorne sich gleich aufzuführen, wie der Lead-Gitarrist oder Leadsängerin, sondern ja, das Zuhören, das anderen Zuhören. Und die dann auch wieder, ist ja bassistisch. Ja, ja. Hast du das früher, als du angefangen hast, was zu spielen, auch gemacht? An solchen Workshops teilgenommen? Hast du Unterricht gehabt? Wie hat das bei dir gestartet? Also Workshops in dieser Art gab es. Wir reden von 1962, ja, ja, ungefähr ab dieser Zeit. Also gute 50 Jahre her, da gab es das noch gar nicht. Da war sogar die E-Bass gibt es seit 1952, 53. Und dann gab es das im Rock'n'Roll halt, weil die Kontrabässe zu schwer oder nicht so reisefähig waren damals. Und da war der Fender-Bass halt dann einfacher zu spielen. Und da haben sich alle erstmal umgestellt. Was es gab, waren Gitarrelehrer. Ich hatte einen Gitarrelehrer. Und mit 11 und dann mit 14 meinen ersten Bass, 1962, habe ich einen Fender Precision Bass gekauft, den habe ich noch. Den hast du noch, ich wollte gerade fragen. Ja, der geht auch nicht weg. Nein, der muss meine Rente absichern irgendwann. Vermutlich. Ja, und da gab es das gar nicht, war gar nicht vorstellbar. Man hat sich die Musik von Platten, die neue Single gekauft und die rausgehört oder Platten oder dann auf Kassettenrekorder aufgenommen und vor- und rückwärts gespielt. Wenn man es nicht genau hören konnte, das war dann möglich, auf halber Geschwindigkeit abzuspielen, weil man dann durch die langsamere Geschwindigkeit besser raushören konnte, wie die Akkorde oder die Bassläufe oder so waren. Aber da habe ich habe mir das selber beigebracht, was Bass angeht. Ich hatte eine Band, eine Beatband als Kid, die Dynamites, und da habe ich Gitarre gespielt und gesungen und habe dem Bassisten beigebracht, was er spielen soll, und dem Pianisten. Ich habe Klavier und habe Schlagzeug gegeben. Das stand alles in meinem Zimmer zu Hause. Ja, herrlich, ja. In Stuttgart auf dem Hasenberg stand das ganze Woche aufgebaut, und wenn irgendwann ein neues Stück kam, habe ich mich ans Schlagzeug erstmal gesetzt, Ringo Starr geübt und dann Paul McCartney und dann was halt gebraucht wurde. Sehr gut. Ja. Das war mein eigener Workshop. Ja gut, heute haben wir hier dank Warwick solche Aktionen, was ja hier auch, haben wir schon festgestellt, das ist ja wirklich einzigartig. Also dass sowas hier so viele Leute auch in so einer schönen Form zusammengeführt werden. Ja. Ich finde auch ganz, entschuldige, wenn ich unterbreche, weil du es Warwick sagtest, die bieten uns allen hier ein tolles Zuhause. Aber was ich eben auch gut finde, sind nicht alles Warwick-Endorser. Also sind ganz viele Bassisten da, Bassistinnen, die jetzt gar nicht exklusive Warwick-Künstler sind, sondern dass es dem Hans-Peter Wilfer hier wirklich darum geht, diese Bassistenwelt möglichst umfassend zu zeigen und die einzuladen und die mal auf so einen Haufen zu bringen. Und das ist das Lobens. Ganz Außergewöhnliche. Also es ist natürlich irgendwo auch mit einer Werbung für Warwick, warum auch nicht, er investiert gewaltig in dieses Projekt. Ja, aber nicht nur in das Projekt, auch wenn man sich die Instrumente anguckt. Ich finde, das sieht man auch hier jetzt gerade natürlich in diesen Showrooms hier, dass das alles mit sehr viel Herz gemacht ist. Ne? Also deshalb habe ich auch gewechselt. Dahinter, ne? Was heißt gewechselt? Ich hatte nie einen exklusiven Deal für Bässe. Ich habe mir immer das gekauft, was mir gefallen hat, oder dann später auch gerne deutsche Musikinstrumentenbauer unterstützt, wie zum Beispiel den Peter Kura in Frankfurt oder Hotwire Bässe habe ich jetzt über 10 Jahre gespielt oder alles Mögliche. Aber letztes Jahr war dieses Basecamp zum ersten Mal. Und dann habe ich auch die Firma mir angeguckt wie die Hölzer bearbeitet werden und wie toll das alles hergestellt wird, mit welcher Hingabe, Liebe, Führung mitgemacht. Dann habe ich eben auch gefragt, ich würde schon gerne mal so einen Warwick Bass eine Weile spielen. Und das war sucht der aus. Sucht der einen aus, ja. Und dann habe ich mir noch einen Fretless ausgesucht und dann einen wunderschönen Starbass, und alte Retro-Form, 60er Jahre. Halbakustik, aber ne? Mit Pickups, also mit modernen Pickups schon nicht. Und die drei Bässe, Peter, Paul und Mary auch, ja? Heißen die. Jetzt. Und die spielst du auch. Und die spiele ich auch, ja. Ich habe einen Workshop 4-2 dabei und ja, und spiel die ich glaube, ich muss mich auch nachher mal umgucken. Vielleicht ist gerne gemacht, Philipp. Es liegt gut in der Hand. Ja.
Was kommt bei dir jetzt, was liegt dir in Zukunft an, jetzt, wenn das Basscamp rum ist, außer jetzt erstmal dann ausschlafen und Montagabend bekommt eine Musik, eine Dokumentarfilmerin, die früher mal eine berühmte Bassistin war, ich sage keinen Namen, und die ganz viele Fernsehsendungen gemacht haben, und die hat Lust, wieder ein bisschen Bass zu spielen, und hatte schon 2 Stunden wieder bei mir. Ach so. So zum Auffrischen. Und ich habe am Montag gleich nochmal Unterricht. Aber dann habe ich ein Solokonzert. Mein erstes Solokonzert wird am 27. September in einer Kirche in Stuttgart sein. Aha. Die hat so eine tolle Akustik, Kirchenberg. Und einfach um diese Akustik auszunutzen, möchte ich da eine Aufnahme machen, nur Solo-Bass, und habe für 2 Stücke noch einen Saxophonisten, der auch Klarinette spielt, dabei. Eine ganz, also für mich spannende Geschichte, mal ganz alleine so ein Konzert mit ein bisschen was dazu, halt, ein paar Farben dazu zu spielen, und da muss ich schon noch einiges üben. Ansonsten produziere ich gerade die nächste CD mit von Stefan Sulke, das ist ein Liedermacher, der mal sehr bekannt war auch. Der möchte auch nochmal eine Platte machen. Und da kommen gerade die Stücke, sind bei mir 2, habe ich schon aufgenommen. Der lebt in Cannes, ich lebe in München, und so ist es heute. Ihr kriegt es auf dem Computer, das Studio von ihm liegt dann auf meinem Computer, dann spiele ich da den Bass ein. Ja, so moderne Zeiten. Heute, ne? Der spart sich die Anreise nach Cannes, und ich finde das scheiße. Hätte dich aber schön einladen können. Ne? Ich war schon früher bei 5 Produktionen, hing ich dann eine Woche da rum. Und es muss nicht sein gerade. Und ja. Ja, also geht es in großen Schritten weiter? Das dann, die Hochschule geht wieder los im Oktober, ja. Musikhochschule in Stuttgart, und dann noch ein paar Gigs, und also ist immer wieder was. Jetzt eine große Tour ist dieses Jahr nicht mehr. Ich habe gerade mit Billy Koppen wieder ein paar Sachen gespielt, mhm. gerade jetzt vor 2 Wochen im Krakau-Festival, und da wollen wir jetzt auch, haben wir so ein bisschen geplant, nächstes Jahr da ein bisschen mehr zu machen. Er macht jetzt mit seiner Band noch das ganze Jahr, und dann nächstes Jahr so ein paar Trio-Geschichten, also in kleineren Besetzungen. Wird auch wieder passieren. Sehr gut. Classic Passport hat auch wieder einen Termin. Berliner Philharmoniker machen was mit uns in Berlin nächstes Jahr. Also irgendwas, Gott sei Dank. Ja, und auch Gitarrentage sind wieder im Mai, weiß ich auch schon. Also ich darf weiterhin auf 7 Beinen stehen. Sehr auf einem geht's nicht. Sind wir sicher, dass wir dich irgendwo auch nochmal vor die Kamera kriegen? Gerne. An einer anderen Stelle. Wo immer. Wir genießen dann hier noch ein bisschen zusammen die Zeit bei Warwick. Machen wir. Und weiter geht's. Alles klar. Super. Macht's gut. Danke. Ja, das war Wolfgang Schmidt mit Georg. Intim, auf dem Intim Sofa. Auf dem Sofa. Naja, ja, die beiden alte Freunde. Ja, was kommt als nächstes? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Als nächstes hatten wir einen amerikaner-italienischer Abstammung, John Patitucci. Ja. Und ich habe jede Menge Platten, wo John Patitucci mit drauf ist. Ja, ich auch. Und die meisten bei mir sind mit Chick Corea. Wir haben ja beide ein Problem mit einem Lagerproblem, ne? Ja, also wir haben jetzt hier schon, da seht ihr ja nicht, also hinter diesen großen Backsteinwänden sind Riesenregale mit CDs und DVDs. Ich glaube 20.000 Quadratmeter, ja, ne? Hochlagerregale, genau. Mit so automatischen Roboter. Wir stehen unten an so einem Computer und sagen, wir möchten jetzt gerne Chick Corea Electric Band to the Stars. Ja. Und dann fährt und dann so ein... kommt das Computer da rum und holt die raus. Und schwupps, schon ist sie da. Ja. Ne? Und John Patitucci hat natürlich auf die ganzen Chick Corea-Platten mitgespielt, aber er ist auch schon seit über 10 Jahren mit Wayne Shorter unterwegs. Und wir haben ihn auch befragt zu seinen Eindrücken vom Basecamp. Und ja, hört mal rein. It's really funny, the first time I heard your name was in the 80s and I bought a VHS cassette from Chick Corea, the workshops. Oh, I remember that. With Tommy Brechtlein, yeah. You and Chick. That was fun. That was really interesting for me, and I meet you again in a workshop situation. Yeah, so here we are, you like to 25 teach, years or later or something. Yeah, something like that. I've been teaching since I was a teenager. Yeah. I taught private bass lessons to electric bass players when I was a teenager. So I've been doing it a long time. I'm going to be 54 years old in December. So I spend like a lot of time doing it. Well, I think you learn a lot when you teach. I learn as much as they do. And, you know, you've been working for a long time, and it's easy to forget
what the process was for you to learn a particular thing in music. And you have to try to tailor make the information to the people you have in front of you. In this situation, it's a challenge to draw people out to ask questions because they're not your normal students. They're, you just see them this week and then you might not see them for many years. Yeah. You never know when you're going to see them. So that's a challenge because you haven't seen them play in a group or so you don't really know who's sitting there. Yeah, so you don't want to tell them things that don't apply to them. Although right. A lot of the stuff we're talking about, it doesn't matter how old you are, how long you've been playing. You still got to think about these things. And is it the first time you've been to the Warwick camp? Yeah, this is my first time to this thing. It's pretty amazing, I got to say. Yeah. It's, you know, it's the vision that's involved in creating this kind of situation where you have people building instruments with a lot of creativity in a lot of different ways. And being able to organize, you know, HP has really, you know, created something pretty unique. You know, and just to get all these bass players together that a lot of times we don't get to visit like this right. for this long. It's quite interesting. There's a lot of good exchange creatively, and I'm enjoying it like crazy. Yeah. It's really great. Normally you might meet at festivals, but yeah. even there you won't meet the heavy metal bassist. No. Or no. even Lee Sklar. Maybe some. I knew him from LA, but yeah. you know it's a situation where we never got to play together. Right. So to be together for a week and hang out and everything, it's great. And what are your plans after the bass camp? What are you doing now? I'm going home, and then I'm going to be doing a residency at Berklee School of Music because I teach there. I go up there once a month with Steve Bailey. Steve Bailey and I see each other a lot. I go up there once a month and teach 3 days at the Global Institute for Jazz, which Danilo Perez started a couple of years ago in Berklee. And then the other 2 days at Berklee, I'm with Steve in the bass department. And we're trying to do some new stuff, creative stuff that hopefully, you know, bring some new album. New ideas and things for the... I'd like to do some more recording. I have a bunch of projects I'd like to do. I saw you, I heard you lots of times with Chick Corea. I'm a Cuba player, so I'm a big Chick Corea fan. Oh, yeah. Will there be a new electric band tour? I never know. I mean, we did some reunion stuff a couple of years ago, but now he's got a brand new band called... The Vigil. The Vigil, yes. So that I think he's going to concentrate on that for a while. Who knows? You never know. He does a lot of stuff. So do you. Yes, yeah. We're always running around, and I've been pretty busy with Wayne Shorter for the last 13 years with the particular band, and even before that, we played a lot. Yeah. Great music. Thank you for that, John. Man. You're very welcome. My pleasure. Any more questions, Georg? You as a bass player. Der Georg hier. Mit seinem Bass und seinem Plektrum. Ja. Genau. Und Bass und Plektrum. Ne? Wer fällt uns dazu ein? Mir fällt natürlich zuerst ein irgendwie Wolfgang Schmid, aber wer es fällt, weil er eins meiner großen Idole ist, am Bass. So, aber der zweite aus Deutschland ist natürlich Helmut Hattler. Mhm. Ne? Und das fand ich echt klasse. Ich habe ihn noch nicht live gesehen, vorher, vor den Basstagen. Und ihn da zu sehen, wie er da, am meisten beeindruckt hat mich diese Geschichte mit seiner Frau, wo die quasi solo, also zu zweit, auf der Bühne standen, nur Bass und Gesang. Und er mit seinem typischen Plektrum-Bass, und der hat ja, das fand ich auch cool, das hatte ich auch noch nicht vorher gesehen, der hatte noch so ein Tremolo da dran, ne? Mhm. Das überhaupt bei der Spannung der Saiten dann irgendwie in Tune zu halten auf so einem Instrument, ist ja erstmal so eine technische Herausforderung noch. Ja. Und da hat er echt cool gespielt, seine Frau dazu gesungen. Sollen wir denn als Einstimmung da mal kurz reingucken? See you in hell. So, last one.
you might know or recognize at least. Let's go!
Herrlich. Also Helmut Hattler und seine Frau, das fand ich wirklich gut. Und abends hat er nochmal gespielt mit seiner ganzen Band. Ne? Hattler. Da schauen wir gleich nochmal rein. Aber zuerst, glaube ich, gucken wir mal, was ging da ab auf dem Sofa wieder? Ja. Ne? Weil mit Helmut Hattler auf dem Sofa, das war ja nochmal... Ne? Entspannte Liegeposition. Eine entspannte Liegeposition. Ne? Und da erzählt er auch so ein bisschen über, was er gerade macht, die neuen Projekte, ne? Neue Platte, gerade raus. Und bevor wir da jetzt gleich nochmal drüber reden, schauen wir jetzt erstmal rein aufs Interview. Helmut Hattler macht sich lang auf dem Sofa. Ist gut? 1, 2, 3. Sieht dann aber. Was flippt eins? Entspannt euch doch mal. Völlig hier. Herrlich. So. So. Helmut Hattler völlig entspannt nach seiner Klasse heute Morgen. Ja. Nee, nur das. Ich habe alle bravourös hinter mich gebracht. Ich bin super happy, weil ich ja gar kein Lehrer bin und eigentlich auch dieses Sendungsbewusstsein nicht habe, den Leuten zu erzählen, hey Leute, ihr amtlich Spaß spielen. Sondern ich erzähle aus meinem unglaublich abenteuerlichen Nähkästchen halt, wie es dazu kam, meine Einstellung zum Lernen, wie ich da hinter diese ganze Systeme gekommen bin, ohne dass ich halt irgendwie gelehrt worden bin. Und das finden die Leute, glaube ich, super interessant. Und ich habe auch ein paar geile Beispiele gefunden mit Echo-Spielen und so, wie man über Scales und Grundtöne dann irgendwie zu Ergebnissen kommt. Und habe tolle Rückmeldungen. Ich bin richtig glücklich. Sehr schön. Die Klasse, das waren so locker 20, 25 Leute, ne? Jede Klasse ist so, ja. Die haben, insgesamt haben sie, glaube ich, knapp 90 Studenten und die sind unterteilt in, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt gemacht, 6 Sachen oder so. Ich glaube, 6 Mal habe ich jetzt gespielt. Mhm. Und ja, war sehr konzentriert und zum Teil auch sehr, sehr engagiert und glaube, bei ein paar Leuten habe ich auch richtig was losgetreten. Und das ist natürlich deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und wenn man nichts erwartet und ganz viel kriegt, dann ist man immer glücklich. Aber haben die Leute dann manchmal auch so richtig konkrete Vorstellungen zu sagen, dass dann plötzlich so Fragen kommen, die wollen dann ganz bestimmte Sachen wissen? Oder sitzen die da und warten dann, dass so... Die wissen schon so ungefähr, weil es ist angekündigt als Grooving with a Pick, nicht with a... Nicht ich als Pick, nicht mit G, sondern mit... mit C. With a Pick. Genau, und... ja, die sind natürlich dann schon so ein bisschen, das sind so die Mutigen, beziehungsweise die wissen erstmal gar nicht, weil Pick und Bass ist ja noch nichts, was nicht unbelastet wäre, dieses Verhältnis. Oh, aber das wird dann ganz gleich spannend und ich führe die dann einfach auch so ein bisschen durch diese Klippen und spiele auch ein bisschen Musik und spiele auch mit den Leuten zusammen ein paar Sachen. Einfach, wie komme ich von einer Tonart zur anderen, ohne dass ich soliere, also einfach nur Brücken baue und dann wird auch ein bisschen soliert obendrauf, jeder darf mal Grundtöne spielen und so weiter. Und dann spielen wir noch richtig Echo-Stücke und das hat echt super gut geklappt. Ja? Ja. Und in diesen Klassen sind dann auch so alle Levels vertreten, ja? Also, es gibt ganz Leute mit ganz unterschiedlichen, aber manche, die suchen wirklich die Finger auf den Frets und die anderen spielen dir schon richtig einen vor, ja. Und das ist toll, also finde ich auch gut, dass es so eine Mischung ist und ich glaube, die sind zwar aussortiert worden, so im Vorfeld schon, aber ich glaube, die Selbsteinschätzung eines Musizierenden ist ja immer ein bisschen abenteuerlich. Ja, ich kann schon wahnsinnig viel und andere sagen, ich kann eigentlich gar nichts und ich spiele eigentlich super. Ne? Aber wie sortiert man die aus, wenn man die Leute kennt? Anhand der das ist die Eigenwahrnehmung, ja, genau. Die müssen, glaube ich, ein bisschen vorgeben. Also ich kann schon ganz gut und so waren sie sortiert. Aber das ist in so einer Klasse eigentlich völlig egal. Ich finde es sogar richtig spannend, wenn ein paar... auch dann sagen, nö, ich will da nicht drüber spielen, kann ich nicht und so, das ist völlig in Ordnung, also ich zwinge da überhaupt niemand irgendwas zu machen. Wie auch immer, das ist eine schöne Abwechslung jetzt, weil bei mir geht es jetzt ja auch los mit richtig Touren, mit Spielen. Du hast gerade deine Platte rausgebracht, ne? Ja, genau. Und da geht es jetzt auch auf Tour? Ganz genau, ja, und die kam Anfang August raus und läuft wie Sau, also gut, ja, sehr gut. Mich sehr wundern.
Ja, ja, aber, ja, na klar, ich habe ja keine, ich habe keine Lobby, ich habe keine, kein Apparat im Hintergrund. Ich mache ja das, im Prinzip bin ich selber das Label und ich habe dann zwar ein paar Leute, die mich so ein bisschen unterstützen, aber dass es dann gleich in die Jazzcharts ganz oben hinknallt und da auch bleibt, das ist schon ein großes Wunder und ich freue mich natürlich drüber. Ja, sehr schön. Und wenn die Tour losgeht, wird ja noch mal ein bisschen was passieren, glaube ich. Und es ist, glaube ich, auch ein tolles Album geworden, weil ich diesmal mich auch getraut habe, diese zwei Seiten, die mich so auszeichnen, also einmal diese Bass-Instrumentalsachen und diese Songstrukturen, dass ich die nicht getrennt habe, sondern wirklich schön nacheinander immer wieder dazu gemacht. Und ich glaube, das eine färbt auf das andere ganz gut ab und macht einen, hat so, ja, es ist ganz abwechslungsreich geworden. Mhm. Ich glaube, das finden die Leute auch gut. Wie lange hast du dran gearbeitet an dem Album? Ist das kurzfristig entstanden oder über einen längeren Zeitraum? Wie? Ja, ja, es gab ja vor über 3 Jahren schon vom Deutschen Radio Wissenmaß einen Auftrag, dass ich instrumental so ein bisschen elektrisch angehauchte Instrumentalstücke machen möge. Und da sind mir halt 3 Stück sehr ans Herz gewachsen. Ich hatte damals aber noch nicht so das Gefühl, dass sie schon ganz fertig sind. Und die habe ich mir nochmal zur Brust genommen. Und dann habe ich einen Haufen angefangene Sachen gehabt. Und im Winter hatte ich mal so einen lichten Moment. Und da dachte ich mir, Mann, jetzt bin ich das dritte Jahr ohne neues Album unterwegs. Und ich habe so viel Zeug rumliegen. Und da war, in dem Augenblick war klar, jetzt wird Gas gegeben. Mhm. Dann arbeite ich 3 Monate dran, richtig Studio und Buchen und Musiker. Und dann war das auch fertig. Und hat, ich finde, es war echt eins meiner Lieblingsalben geworden. Ja. Ich will nicht sagen, es ist mein bestes Album jemals. Leute, ihr geht hin und kauft. Warum nicht? Ja, kommt ein bisschen durchsichtig. Oder? Auch was. Da habe ich auch noch ein Duo, Sea and Hell, mit der, da habe ich auch im Sommer sehr viel gespielt, viele Festivals. Spiele ich jetzt auch hier bei Warwick nochmal und das ist auch toll. Das ist halt das Kontrastprogramm. Ohne Electronics, ohne Einspielung, richtig nur einstecken und gucken und singen und Song. Und mache ich auch ein paar Covers, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Mhm. Auch Neuland alles für mich. Sea and Hell, muss man sich merken. Okay. Sea and Hell. Dann gucken wir auch rein. Ja. Und mit Warwick, du bist jetzt das erste Mal dabei? Nee, du warst schon hier bei den Bastagen. Also nee, letztes Jahr war ich nur eingeladen zum Geburtstag. Das hat sich dann überschnitten mit den Basecamp-Geschichten. Das war dann der letzte Tag des Basecamp, war dann sozusagen der riesen Geburtstag mit Feuerwerk und bla. Und da war ich mit CEO da eingeladen und dann haben wir auch ein kleines Ständchen gespielt, so eine halbe Stunde lang. Und ich glaube, das fanden die alle super. Und dann hat er mich eingeladen, wurde ich eingeladen nach Los Angeles oder nach Anaheim zum NAMM-Show. Mhm. Auch nur so. Und ich habe so das Gefühl, da bahnt sich so ein bisschen was an. Aber ich bin ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen zickig, aber ich habe halt alles, was ich brauche. Das heißt, ich renne jetzt nicht irgendeine Firma hin, der sehr baue mir ein Instrument. So, ich habe wirklich, ich spiele seit 20 Jahren mein treues Instrument, habe genau den Sound, den ich haben will. Ja. Also lasse ich das mal ganz entspannt auf mich zukommen. Mhm. Ja. Nee, ist aber toll, immer wieder andere Situationen und andere Herausforderungen anzunehmen und absolut geilste halt, wenn es dann tatsächlich funktioniert und die ganze Pose irgendwie erst denken, was ist denn das für einer und hinterher wirst du dann auf den Sockel gestellt. Ja. Aber wir haben ja auch mit vielen Teilnehmern gestern Abend gesprochen, die auch sagen, dass dieser ganze Event ist schon ziemlich einzigartig hier, was die hier auf die Beine stellen. Die absolut, weil das kann man überhaupt nicht hoch genug honorieren. Also so eine Anstrengung, sowas auf die Beine zu stellen, ist der Hammer, weil das ist ja quasi aus dem Nichts entstanden. Also der Hintergrund ist ja, glaube ich, dass einfach hier Konzepte geändert werden aufgrund der sich verändernden Marktlage. Also eine Frankfurter Musikmesse war halt immer dazu da, Neuigkeiten auszustellen. Heute gibt es, oder nicht nur heute, ist ja nicht nur Neuland, ne? Es gibt ja schon eine Weile das Netz. Das heißt, Neuigkeiten werden nicht mehr auf Messen ausgestellt, die gibt es halt schon Wochen vorher im Netz. Also wozu gibt es Messen? Und Hans-Peter Wilber hat einfach den genialen Gedanken gehabt, das, was ich auf der Messe erspare, das mache ich in so ein Projekt. Das heißt, ich hole mir wirklich die schärfsten Herren, die Bass halten können, irgendwie ins Haus und baue was Neues auf. Und das ist so richtig Familientreffen zwischenzeitlich. Du triffst in Anaheim, triffst dann die gleichen Leute wie hier und isst mit denen und tauscht sich aus. Das ist toll. Obwohl ich jetzt nicht so ein geselliger Studiomusiker bin, der irgendwie aus dem Nähkästchen, mit wem man schon was gesessen hat und Dizzy hat gekleckert beim Essen und so. Da gehöre ich nicht dazu. Und wir haben eine komplett andere Tradition, auch eine andere Einstellung in Europa als in Amerika. Mhm. Aber es ist einfach eine tolle Geschichte, weil
ich habe eine Unterschrift bei irgendwie, als die ganzen Bassisten, glaube ich, saßen sogar hier auf dem Sofa, eine Bildunterschrift stand da. Ja, dann haben ja wohl in Amerika alle Studios im Augenblick zu, weil keiner mehr da ist. Keiner da ist, genau. Alle Bassisten hier, keine Aufnahmen. Ja, herrlich. Ja, ja, jetzt schnell. Ach, ich muss weg. Ja, sehr gut. Aber dies, ich glaube, dass die Leute auch hier hinkommen, auch so ein bisschen jetzt nicht nur die Technik zu sehen, sondern auch so ein bisschen die Philosophie der Leute zu hören, wie die an die Sache gehen. Und ich glaube auch gerade dadurch, dass du in einer Klasse hockst und jeden Tag 6 Stunden mit 4 unterschiedlichen Lehrern, Dozenten, Professoren, wie man immer die Leute nennt, zu tun hast, kriegst du halt auch eine große Breite an Einstellungen, an Weltbildern, an Techniken. Und ich habe also das Gefühl, das, was die Leute, also abends, die sind geplättet. Ne? Mhm. Also ich weiß es gar nicht. Sag, gib dir mal einen Monat Zeit. Ja. Ne? Das setzt sich dann irgendwann und die guten Sachen wirst du irgendwann benutzen, es verifiziert sich als sinnvoll und die anderen Sachen fliegen halt durchs Raster. Das ist doch völlig ein normaler Prozess. Inspiration bleibt. Ja, das denke ich auch. Also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ach so ein Scheiß, das Geld habe ich mir. Es ist, ach was ist, wie wenig das kostet. Ja, weil das ist, da war ich auch es überrascht. Ist Essen dabei, komplettes, alles, jeden Tag Essen, Hotel ist dabei. Das ist der Wahnsinn. Das ist, also, ja. Ich weiß gar nicht, wie das macht. Insgesamt 80 Leute oder sowas in den Dreh. Ne? Ja. Genieß noch ein bisschen jetzt die Ruhe nach deiner Klasse. Ja, ja, ich bin sowas von entspannt, habe den ganzen Tag frei. Ah, cool. So, wir bleiben jetzt hier liegen, bis die nächsten kommen. Ja, danke dir. Ne? Also Helmut Hattler, cool, ne? Auf dem Sofa, lang gemacht. Ja. Das war ja mal eine besondere Situation. Ja, der Helmut ist ein Typ, der ruht so in sich, ja, der weiß genau, was er will und der bringt seine Projekte auf den Punkt, habe ich das Gefühl, und es klingt alles sehr, sehr cool. Ja. Ja. Und, ja. Also, und auch die neue Platte, The Kite. The Kite ist zu empfehlen. In allen Jazz-Charts. Ja, ne? Gerade geht voll Chartbreaker, ab, ne? Ja, ganz echt. Weit vorne. Ja. Und wir freuen uns und wir finden es auch selbst riesig und können das nur unterstützen. Cooles Zeug. Also dieses Projekt Hattler. Schauen wir gleich nochmal rein mit der Sängerin. Ja. Einen coolen jungen Drummer. Groovt alles tierisch. Mhm. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und, und dann natürlich Thorsten de Winkel. Ne? Thorsten de Winkel, unglaublicher Gitarrist. Ja. Ich hatte den gar nicht mehr. Ich kannte den, weiß gar nicht mehr, den Namen auf jeden Fall, deutscher Gitarrist, war mir aber gar nicht mehr so präsent. Und dann haben wir ihn ja da dann abends gesehen. Und der unglaublicher Typ, ne? Also das, der nicht, sag ich mal. Also wie diese Hattler-Formation. Sachen, Spuren, die sie zugespielt haben mit Live und Sounds und also unglaubliche Vielfalt und Komplexität. Ich weiß es nicht. Es war sehr komplex. Also ich fand's tierisch und es hat gegroovt wie Sau. Ja. Also hier ist Hattler. Thank you.
Chasing time, moonlight saving wishes, strong enough to make me your mine. Projekt Hattler, ja, auf der Bühne. Und dann gehen wir direkt weiter zu einem, der nicht mit Plektrum spielt, nee, aber so ein bisschen der Star der Woche war. Ne? Weil er einfach im Moment ja einer der angesagten Bassisten ist, auf denen alle gucken. Und das ist natürlich Victor Wooten. Und Victor Wooten ist ja so ein bisschen, also einmal hat er unglaubliche Basstechnik, ja, also mit seiner Double-Thumb-Technik und so, aber er ist auch so ein bisschen so ein musikalischer Querdenker. Ja, also er in seinem Workshop erfährt man, wie man auch mal anders über Musik denken kann, ja, anders über falsche Töne denken kann, anders über Rhythm and Grooves denken kann. Ja. Er sagt immer, ja, you don't hire me to play scales, you hire me to play Groove. Ja. Und das hat er im Interview lang und breit erklärt.
und auch in seinen Workshops. Und ich sage, ich denke, wir gucken erstmal rein in seinen Workshop, ein paar Impressionen, wie er da mit den Studenten so umgegangen ist. This is G minor. I know a little bit about music theory. Enough to know that in G minor, I can play a G. What else can I use? I know an A too. What else? B flat. C. D. What is it? E flat. E flat. Is that it? F. 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 And back to G. Okay. So I have G, A, B flat, C, D, E flat, and F. And then maybe back to G. Okay, so those are my notes. I'm gonna solo for you as best I can at the moment. In G minor. Okay? I'm gonna solo, but I'm not gonna use any of those notes you just mentioned. I'm only gonna use the five you didn't mention. Okay? The second one had 2 through 10 also. No, not really. No, not really. There was rhythm? No. So are you telling me the second one, 2 through 10, wasn't that good? Yeah. Yeah. Okay. It had rhythm, but it wasn't good. So you actually liked the better one, the first one better, because 2 through 10 was better? Yeah. And even though the second solo had the right notes, you're telling me 2 through 10 wasn't as good. So you didn't like it as well? I don't want to put words in your mouth, but I just want to see, is that what you're saying? Is that what you're telling me? Yeah, sure. So are you telling me, I don't want to put words in your mouth, but are you telling me that if 2 through 10 is right, even if the notes are wrong, you'll like it better? Is that what you're saying? Then what should you be practicing? Also begleitet wurde Victor Wooten da in dem Workshop übrigens am Cajon von seinem Sohn Adam Wooten. Ja, jetzt der fällt ist, mir gerade nicht ein, wie alt war der? Ne? Ich glaube 12. 12 oder sowas, ne? Und der hat auch phänomenal Schlagzeug gespielt ja. Und ihn da gut begleitet beim Workshop.
Und der kam auch später noch zum Interview dazu. Aber ja, erstmal hatten wir Zeit, ein bisschen ausgiebiger mit Viktor Wooten zu sprechen. Und das gibt's jetzt. Ah, oh, this is nice. I like this. Yeah, man, I'm still flashed a little bit from your class. It was very, very interesting. Thank you. I just told you, I read your book, The Music Lesson, mm-hmm. and I went through it and I wrote down those 10 subjects that you just sketched upstairs and put them on the wall. And, nice. But still, after, you know, after a while, I fell back in the... In the old habits. Yes. You know, whether right. I'm not a bass player, I'm a keyboard player, but it doesn't matter. It doesn't matter really. And whether I play what I know, mm-hmm. and I, you know, noodle around a little, mm-hmm. or I try to practice, and when I think of what shall I practice? Okay, let's pick a key that you usually don't play with the band, that like F sharp or something, and practice the scales. Mm-hmm. But that's not it, you know. And yeah, I mean, scales are good. But like I say, you don't get hired to play scales. It's like saying the alphabet, right. You know? It doesn't mean you can communicate. Yeah. Scales don't make you play better. When did you find out? Or did you find out right from the very beginning? Well, I knew... Was there Michael? I didn't... My brothers were my Michaels. Mm. But it wasn't something that I thought about. It's like you... Somewhere deep inside, you know that your alphabet doesn't make you talk better. But when do you ever think about it? You don't think about it. You just know that. So I really started thinking about it when I became a teacher, when I started being asked to teach music. I thought about, okay, what am I going to teach? Well, what is everybody else teaching? Let's look at all the other teachers. So I went to workshops, I looked at books, and I realized, wow, these books are good, the teachers are good, but they're leaving a lot of stuff out. Mm-hmm. Where's the part that makes you you and makes me me? If we all play the same scales or the same lines, why do we sound different? What is that? And then I realized it's this other stuff. Yeah. And so I decided to talk about the other stuff. Not because the other stuff is better, not because I want to be different or I think I'm better, not because of that, but because it's needed. What Everyone says we have to practice scales, we have to do this. And again, I like scales. I practice them too. They're good to be, you know, they're good to know, and I use them. But no one's going to hire me to play scales. No. They're going to hire me to groove. I would, you know, but because not in the first place. Because you know they're going to groove. Yeah. If my skills didn't groove, you wouldn't hire me. So what is it that brings us back to those I call them bad habits? It's because everyone's been taught that way. So the books we write say the same things. Mm-hmm. Our teachers say the same things. So we say the same things. That's the only way we know how to teach music, right? After you play a long time, you play it differently. You know about feels and rhythms. But when it comes to teaching, we teach the way we were taught. Yeah. Well, I wasn't taught that way. I was taught from my brothers. Mm. You know, if Reggie wanted to teach me the Dorian mode, he wouldn't just go, duh, 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 you know. He would put on James Brown. And I would go, oh, Sex Machine, that's Dorian? Yeah, oh, I got it. You know, now I got it. And then learning the notes later makes sense. It's like you don't teach a baby to spell a word before they can say the word, right? You don't teach a baby to spell milk until they've been drinking it for years. And then they learn to say it and say it and say it. They learn to spell it years later. But we teach it in reverse. You have to learn these scales first, and we learn to use them later. That's backwards. If you really look at someone like Stevie Wonder or Ray Charles, which we don't care what their technique's like, we just close our eyes and listen, we realize that if you were to watch their hands, because they're blind, their technique is kind of not the best. It's not the best. Piano teacher would take them and hit their hands or something. But who cares what their technique is like? As long as they can play what works for them, it's what's coming out. What they're putting into it. You can tell they're putting in their soul.
so that their soul is coming out and we hear it. That's really all that matters. Now, you need good technique. You need a technique that allows you to play what you want to say. And I always urge people to learn as many techniques as possible so that you can say a bunch of different things. You know, but to say that technique is going to instantly make you a better player, no. Not really. Because you still have to have ideas. You still have to have good time. You know, all those things we talked about, they have to come together. Notes included. Now talk a little bit about your, I think it's your last project. That's and it. These are two CDs? Yes. Can you tell us a little bit about the idea? Sure, yeah. I knew that I wanted to do a record that featured female vocalists. Mm-hmm. So that record eventually was called Words and Tones. But when I was getting the music together, of course the songs start out instrumental, you add the vocals later. So I'm getting these songs instrumental, and in many cases I allow the vocalists to write lyrics, like Divinity, who's here, is on the record. So I'm getting the songs together, and before I send them to the vocalist, I usually play a melody so that they can hear it. But when I play the melody, I say, wow, I like this instrumental. It sounds good. So I say, what if I do an instrumental version also? So I ended up doing, here's Divinity right here. So I did the same with her, you know. I had an instrumental song, and I said, wow, I like it instrumental. Mm. So she puts lyrics to it, but now I have two versions. So I ended up doing two records. Yeah. And how's the reaction? What? Well, the people that hear it like it, you know. Because you get two different sides of a song or of an artist, of me. Yeah. And people, you know, because some people that are just musicians, they don't want the vocals. Because, you know, the instrumental one might have more solos, more bass playing. So go to listen to that. You know, a lot of guys like the instrumental, but their girlfriends want to hear the singing, you know. So you have a choice. One last question. Your next plans, is there a new CD? Will there be a tour? What is with Bella Fleck and the Flecktones? Are you still with Bella? Yeah, still with Bella, but we are taking time off. Mm-hmm. We may be off for the next 3 years. Bella just had a baby boy. Oh, cool. Next year, the end of next year, I will turn 50. Mm-hmm. So I'm going to take a couple years off just to spend with my kids. My kids are growing up and I'm not there. My wife. So I want to be home. And while I'm home, I'm going to be teaching more. Because I've been running music camps, music and nature camps, for 14 years now. So I'm going to do more of that. Yeah. So it'll give me a chance to be home, but I will be recording also. Mm-hmm. So up until then, until the end of next year, I'll still be touring and teaching. Yeah. So November, I'll go to South America with my own band. Mm-hmm. And in December, I'll tour in the U.S. with my three brothers. We'll tour for first time in years. I only know Reggie and I know Future Man. Yeah, Joseph plays keyboards. Joseph, okay. Yeah, and I have a brother named Rudy, but he passed away a few years ago. He's a sax player. Mm-hmm. So there were five of us growing up. It was always a five-piece band. But we're going to go out with the four of us and tour a little bit. And your son is with you here. My son is with me here. He's sitting over there as Adam. And as you see, you know, the music is in good hands with the the new generation, you know. Yeah. Hi Adam, you're a cool drummer. I saw you last night on the jam session and now on the cajon, and you know, you feel very comfortable around with your daddy, or? Yes, it's just something that comes. You don't really think about it much, but I like hearing him teach and everything, and I like hearing the reactions from the students. Did your dad teach? Yeah, perfect. Did your dad teach you, or did it come from? Okay, daddy, show me how to play the bass, or not real. It was very undefined. What he did, he gave me tips and everything, and I learned partly from him, but partly from just watching and listening to other drummers that he played with play. I'm sorry to interrupt, but if you think about, like, I didn't teach him to talk. Mm-hmm. You know, we just talk to our kids and we allow them to talk back. Even when they're wrong, we don't slap them. That's not the right way, like we used to do in music. They're allowed to be wrong. Yeah. And, you know, because we know they're going to get it.
So, like with talking, you don't have to teach them. Mm-hmm. You just have to include them, allow them to join in the conversation. Yeah. So with music, I've always allowed my kids to do that. There's instruments around the house, and they're allowed to play. Whenever I play, they can play. And even if they're wrong, it's okay. Yeah. So it's a cool daddy. Yeah, he's all right. I think so, too. Okay, thank you, guys. And when are you going to travel home? Sunday. What's about school, anyway? Don't you have school in yes. USA? Yeah, I'm homeschooled, so I do this, I come, and then when I get back, I'll just do more school and okay. catch up to okay. where I should be. So you have your own school schedule? Yeah. You don't have to join a class? More or less, that's cool. Okay. I wish you all the best, and I'm sure we're going to see Adam Wooten again on stage somewhere in Germany or whatever, yeah. and Victor, of course. I hope so. Look forward to it. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Victor Wooten. Hier ja, sind die ganzen Platten. Ja. Live in America, Baylor, Flag and the Flagtones und so weiter und die Geschichte mit seinen Brüdern und so weiter. Das ist alles... Eine Dream Come True Musikergeschichte mit allen Facetten, die das Leben so bringt. Ja, auch mit seinem Bruder, der da verschieden ist schon. Ja, das wissen wir auch alles nicht. Und nee. Naja. Die, ich glaube, das ist seine letzte Platte. Ne? Das ist im Prinzip. Davon hat er gerade gesprochen. Ja, genau. Ne? Die zwei Platten: einmal Instrumental mit und Vocal. Ja. Was sehr ja auch cool. irgendwie interessantes Konzept ist. Und die Wooten Brothers, die es noch gibt, sind gerade wieder auf Tour auf der Welt unterwegs, ja, richtig, genau. spielen viel. Ja. Und da hatten wir die Chance, einen kleinen Eindruck zu bekommen. Richtig. Beim abendlichen Konzert zumindest mit Reggie Wooten und Victor Wooten und Adam Wooten. Thank you.
Waren die cool, Huren. Da waren echt einige geflasht. Ja. Also, ich glaube, am meisten beeindruckt hat die Meute da, dieser junge Adam. Adam, ne? Ja. Der setzt sich da ein Schlagzeug, singt noch dazu, ne? Gruft auch, ne? Mit seinem Papa und der ganzen Familie. Ja, aber ich fand Reggie Wooten auch mega entspannt. Ja, und wie irgendwie der mit der Gitarre umgeht und alle möglichen Techniken auf der Gitarre anwendet, die man so überhaupt bei Instrumenten anwenden kann. Der haut drauf, manchmal, der bläst, der, ich habe mich manchmal so gefragt, was macht der da, was soll das? Ne? Ja. Und dann gruft es aber wieder wie Schweine und denkst, meine Herren, ne? Ja. Also das ist schon nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Genau. Ja, das ist das Ende unserer zweiten Borwick Basecamp-Folge. Ja. Und als nächstes kommt, ihr werdet es kaum glauben, Folge 3. Und in Folge 3 haben wir Leute wie Alfonso Johnson, John B. Williams, Divinity Rocks, Amon Zabaleko und... Naja, das sollte reichen. Kommt noch mehr. Also freut euch auf die nächste Folge. Es gibt noch viele schöne Interviews mit tollen Bassisten, ein paar mehr Ausschnitte noch von dem Open Day und dem Konzert. Und so lange üben wir noch ein bisschen. Und hast du denn gestern Warwick Bass schon bestellt oder zögerst du dann? Ich zögere noch. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.